Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Yoga-Klasse mit mir. Ich bin Tobias von Yoga Privy und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen, Namaste. Ich habe in dieser Yoga-Klasse für dich eine sehr schöne Bewegungssequenz zusammengestellt, die uns in Rückbeugen hineinführt. Rückbeugen an sich sind ein sehr schöner Ausgleich zur Alltagshaltung. Wir sind ja meist mit Dingen vor uns beschäftigt, also mit einer Tastatur oder sitzen am Schreibtisch oder haben irgendetwas vor uns im Alltag oder im Beruf. Das heißt, wir haben immer die Arme vorn, das zieht die Schultergelenke nach vorn, das schiebt den Kopf nach vorn, das macht den Rücken rund. Und das ist eben die Hauptursache für viele Beschwerden, besonders im oberen Rückenbereich und im Nackenbereich. Und Rückbeugen führen uns mal in die Gegenrichtung. Also wir integrieren die Lendenwirbelsäule in eine Rückbeuge, wir integrieren die Brustwirbelsäule in einen gebogenen Zustand nach hinten. Das heißt, die gesamte Wirbelsäule streckt sich immer lang. Wir werden sie nicht nur mobilisieren und geschmeidig bewegen, das hilft ihr, um Verspannungen zu lösen. Wir werden auch die Wirbelsäule stärken und die Muskulatur kräftigen, sodass wir einen starken Rücken haben, der uns im Alltag sehr leicht und sehr gut aufrichten kann. Gleichzeitig dehnen wir die gesamte Vorderkette unseres Körpers. Das beginnt bei den Oberschenkelmuskeln, die wir mobilisieren und dehnen werden. Das führt weiter in die Bauchdecke, die sich strecken kann, und in den Brustkorb, der sich auffächern kann. Ja, und je weiter der Brustkorb aufgefächert ist, desto leichter kann er sich heben und senken, desto agiler fühlt er sich an und desto mehr Raum können die inneren Organe im Brustkorb haben, beispielsweise die Lungen. Wir werden also auch indirekt die Atmung vertiefen und verfeinern können, um so genüsslicher im Alltag atmen zu können. Schenken aber auch dem Herz gefühlt mehr Weite und Raum, und das kann wiederum das Herz-Kreislauf-System aktivieren und stärken. Du siehst, es gibt viele Vorteile für Rückbeugen. Wir erfahren sie heute. Lass uns also beginnen und die Matte ausrollen. Wir beginnen zunächst in der Rückenlage, werden uns dort mobilisieren, werden die Wirbelsäule durchbewegen, versuchen dadurch Spannungen aus dem Rücken zu lösen und gehen dann nach einer dynamischen Bewegung in die Schulterbrücke, in Setu Bandhasana, um die ersten kräftigenden Übungen für den Rücken zu erfahren. Lass uns also im Liegen treffen. Ja, wenn du dich hier hinlegst, dann stell die Füße gleich bequem vor dem Becken auf, leg die Arme entlang dann des Körpers auf deine Unterlage und dann bring die Aufmerksamkeit zu dir. Du kannst gern für die nächsten Momente die Augen dabei schließen und vielleicht fällt es dem Geist ein bisschen leichter, sich zu fokussieren, hierhin zu dir selbst. Und jetzt bekomm ein Gespür für dein Becken, spür, wie es aufliegt. Ja, es liegt mit dem Kreuzbein, dieser Plattenstruktur auf, lass dein Kreuzbein geerdet und kipp einfach dein Becken ein Stück nach vorn. Dann kannst du spüren, dass der untere Rücken jetzt ein Hohlkreuz formt. Dann könntest du vielleicht sogar eine Hand da durchschieben. Ja, der untere Rücken ist gewölbt und die Bauchdecke dehnt sich jetzt. Jetzt roll dein Becken bitte ein, das heißt, du senkst den unteren Rücken zur Unterlage, der wird jetzt flach. Und die Bauchdecke komprimiert sich, also das Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Mach das ein paar Mal abwechselnd. Das ist eine sehr sanfte, mobilisierende Art und Weise, wie wir den unteren Rücken von Spannungen lösen können und vitalisieren können. Und falls du jetzt merkst, dass du dich in dieser Beckenbewegung auf der Matte einfach vor und zurück schiebst mit dem gesamten Oberkörper, dann versuch das ein bisschen zu vermeiden, also ohne dich vor und zurück zu schieben, noch das Becken zu bewegen. Das bedeutet wiederum, dass das gesamte Segment des unteren Rückens und des Rumpfes jetzt aktiv ist. Gut, nochmal das Becken einrollen. Jetzt lass den unteren Rücken am Boden und heb das Becken ein ganz kleines Stück hoch, sodass gerade so das Kreuzbein die Unterlage verlässt. Und dann senk es wieder zurück, kipp es nach vorne aus. Eine neue Runde, das Becken einrollen. Jetzt heb es ein bisschen höher, nimm den ersten Wirbel des unteren Rückens mit und leg das Becken wieder zurück, kipp es nach vorne. Mach das für dich weiter, Runde für Runde mit dem Becken etwas höher.
Und dann bekomm ein Gespür für die Bewegung, die du machst. Also spür den Rücken, wie er sich hochrollt und wieder zurückrollt. Und versuch das immer in dieser geschmeidigen, rollenden Form zu machen. Also nicht den Rücken wie eine Platte zu bewegen, sondern wirklich in Rollen. Arbeite dich immer weiter Richtung Schultern. Wir rollen im Moment direkt auf der Wirbelsäule hoch und runter. Du kannst das auch variieren, wenn du möchtest. Beispielsweise mal nur an der Seite der Wirbelsäule hoch und runter rollen, rechts oder links. Das verändert etwas im Rücken, es verändert andere Muskelstrukturen, die wir erreichen können. Manchmal werden feste Bereiche noch deutlicher spürbar. Und dann stell dir vor, du bewegst die einfach heraus im Laufe der Zeit. Also mach das ruhig dynamisch, schlängel dich hoch und runter. Ja, versuch so maximal den Rücken zu mobilisieren. Oh, noch zwei Runden nach dieser. Bis ganz vor Richtung Schultern. Und wenn du dann das nächste Mal dein Becken wieder mit dem Kreuzbein abgelegt hast, dann bleib dort, greif dir die Knie, zieh sie zum Brustkorb heran. Und jetzt spürst du, dass der gesamte Rücken ganz lang am Boden sein kann, in seiner ganzen Länge. Gut, jetzt heb den Kopf, bring die Stirn in Richtung der Knie, also roll dich ein wenig ein. Und dann stell die Füße wieder auf, bette den Kopf zurück zur Unterlage. Wir machen das Ganze jetzt dynamisch, roll das Becken wieder ein, roll den Rücken nach oben hoch. Nimm jetzt auch die Arme mit, mach einen ganz großen Bogen, ganz weit nach oben und noch weiter nach hinten. Mach jeweils eine Faust mit den Händen, eine kurze Pause. Der Rücken ist kraftvoll, die Hände sind auch in der Kraft durch diese Faust. Öffne die Fäuste wieder und leg dich lang nach vorn zurück. Roll den Rücken lang ab, bring die Arme zurück. Wenn das Becken ankommt, dann greif die Knie, zieh sie ran, heb den Kopf, die Stirn Richtung Knie und wieder zurück. Füße aufsetzen und das weiter mit dem tiefen, nächsten Einatmzug. Roll dich hoch, führ die Arme weit nach hinten. Eine kurze Pause in der Kraft, in der Atemfülle, Fäuste machen. Ausatmen, die Fäuste öffnen, leg dich zurück nach vorn. In der Ausatemleere umarme dich. Und komm zurück mit der Einatmung. Beginn neu und entdeck einen eigenen Fluss. Ja, es kommt nicht auf das Tempo an, sondern vielmehr darauf, dass es für dich sich harmonisch anfühlt. Als sei das eine meditative Bewegung. Bewegen und Atmen verbinden sich harmonisch miteinander. Nur noch der Geist ist ganz aufmerksam und beobachtet und folgt der Bewegung. Beginnen die nächste Runde noch einmal. Und komm dort in die Schulterbrücke. Das heißt, wenn du das nächste Mal ausatmest, dann lass den Rücken bitte oben, bring nur die Arme nach vorn. Und hier gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten für die Arme, die ich dir kurz zeige oder beschreibe. Du kannst einerseits die Arme anwinkeln, dann sind die Ellenbogen noch am Boden neben dir am Körper, aber die Unterarme und die Hände und die Finger zeigen nach oben am Körper entlang Richtung Decke. Das ist die erste Variante für die Arme und Schultern. Die zweite wäre, die Arme lang Richtung Fersen abzulegen, eventuell noch die Finger gemeinsam zu einer Faust zu verschränken, eine gemeinsame Faust. Ja, du kannst gern beides probieren, einmal spüren, was für dich jetzt am bequemsten ist. Und wenn du dich entschieden hast, dann zieh die Schultern unter den Rücken, das ist eine sogenannte Auswärtsrotation der Schultergelenke.
Zieh die Schulterblätter unter dem Rücken zueinander. Gut. Dann nimm dein Becken wahr. Schieb den Steiß, also das Steißbein des Beckens, nach vorn hoch Richtung Oberschenkel, als würde es dort auftauchen. Anders gesagt, dein Becken rollt ein, der untere Rücken wird lang. Jetzt finde eine angenehme Höhe mit dem Becken. Trag es nach oben. Dann spür die Knie, stell dir einen Luftballon oder ein Luftpolster zwischen den Knien vor und du drückst das und hältst das sanft zusammen, ohne dass es wegfliegt oder platzt. Die Knie sanft zueinander ziehen und dann schieb die Knie insgesamt von dir weg nach vorn. Das gibt noch ein bisschen Länge im Nacken. Lass die Füße gut aufsetzen, kraftvoll nach unten drücken und dann justier nochmal alles so, dass du genau da bist, wo es dir jetzt gut ist. Und spür in den Körper. Rückbeugen haben für die Körperfronten, also Rückseite und Vorderseite, sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen. Das merkst du jetzt. Die Rückseite ist komprimiert, ist kraftvoll. Sie stabilisiert diese Brücke. Die Vorderseite deines Körpers dehnt sich. Ja, und beides braucht es. Stabilität und Flexibilität, um sich zu dehnen. Beides ermöglicht erst diese Brücke. Und dann nimm die Atmung wahr. Wo nimmst du sie besonders jetzt wahr? In welchem Bereich? Dann schick die Atmung in den Brustkorb. Der wird aufgefächert hier, der wird weit. Atme Richtung Brustbein und Schlüsselbein an die obersten Lungenspitzen. Und stell dir vor, du atmest dein Brustbein am Kinn entlang nach oben hoch. Tief atmen. Wenn du irgendwo merkst, dass es zu fest wird, zu angespannt wird, dann such dort Bewegungen. Bleib also in dieser Kraft, doch auch vital. Wenn du mehr in die Kraft gehen möchtest, dann drück den rechten Fuß nach unten, schieb das linke Bein nach oben. Stell dir vor, du machst einen Abdruck nach oben, während der Standfuß nach unten drückt. Nimm die linke Hüfte mit hoch, atme und komm wieder zurück mit dem Fuß. Durchatmen, neu justieren, der Seitwechsel, linker Fuß drückt nach unten, rechtes Knie ziehst du ran, dann schiebst du den Fuß hoch zur Decke, nimm die rechte Hüfte mit nach oben, drück den Fuß aktiv hoch und den linken Fuß aktiv zur Erde. Finde die Atmung wieder. Und dann komm wieder zurück mit dem Fuß und einmal tief durchatmen. Dann bring die Arme an die Ränder deiner Unterlage zurück, zieh dann die Schultern breit nach außen zurück und roll dich langsam zurück zur Erde oder räkel und schlängel dich zur Erde. Lass dir Zeit, spür, wie die Auflageflächen des Rückens immer größer und länger werden. Und dann nimm auch wahr, wie tief dein Becken eintaucht, bis das Kreuzbein wieder landet. Gut, und dann spür nach. Nachspüren bedeutet immer wahrzunehmen, was geworden ist, was sich verändert hat. Hier die Muskulatur, die Spannung deines Körpers, die sich wieder verändert hin zu einem entspannten Gefühl. Spür auch dein Herz, wie es im Brustkorb jetzt pulsiert. Und dann lass den Raum deines Herzens atmen, also schick die Atmung in den Brustkorb. Ganz tief und beseelt durchatmen, dich verwöhnen. Und dann leg dein linkes Bein ab am Boden, schieb die linke Ferse weit von dir weg, zieh dein rechtes Knie zum Brustkorb und greif es mit deinen Händen. Jetzt einmal die linke Ferse weit von dir wegschieben, dann drück die Innenseite des linken Oberschenkels aktiv nach unten zum Boden. Versuche mit dem Oberschenkel, mit seiner Rückseite ganz nah zum Boden zu kommen und die linke Ferse nochmal am Boden wegzuschieben. Wenn du jetzt ausatmest, dann zieh dein rechtes Knie zum Brustkorb oder zur rechten Flanke heran. Wenn du einatmest, bring das Knie ein Stück nach vorn. Und mach das weiter im Fluss deiner Atmung. Warum machen wir das? Wir verbinden Atmen und Bewegen miteinander und wollen den linken Oberschenkelansatz ein wenig dehnen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Vielleicht spürst du das heute sehr gut.
Vielleicht ist es nur so eine Idee. Ja, aber der linke Oberschenkel streckt sich, wenn du ihn nach unten drückst und das rechte Knie ranziehst. Ja, mal noch zwei Runden. Dann wechsel die Seite, leg dein rechtes Bein ab, greif dein linkes Knie. So, das rechte Bein, wesentlich für die Dehnung ist es, dass du es streckst. Du schiebst also die Ferse weit, weit in den Raum nach vorn. Und dann drückst du die Innenseite des rechten Oberschenkels nach unten Richtung Boden, sodass du mit der Oberschenkelrückseite ganz nah an den Boden rankommst. Richtig nach unten drücken und einmal die Ferse am Boden nach vorn wegschieben. Ausatmen, linkes Knie zum Oberkörper oder zur linken Flanke heranziehen. Einatmen, das Knie ein Stück nach vorn. Mach das weiter. Und immer zur Erinnerung, wenn du ausatmest, immer rechts nach unten drücken und wegschieben. Ja, beginn noch zwei neue Runden. Und dann stell beide Füße bitte auf. Schüttel die Beine ganz locker aus, sodass alle Muskeln in Schwung kommen können. Und dann greif dir beide Knie zum Oberkörper. Dreh die Ellenbogen etwas nach außen. Es gibt ein bisschen Halt in den Seiten. Und jetzt kannst du ganz genüsslich nach rechts und links schaukeln. Probier dabei insbesondere den unteren Rücken zu massieren. Das kannst du auch über die Entfernung der Knie steuern, also die Entfernung der Knie zum Brustkorb. Ja, ganz genüsslich den Rücken massieren. Auch gern mal Richtung Kreuzbeinplatte, also die Knochenstruktur der Beckenrückseite. Ja, und dann komm wieder an in der Mitte. Greif mit beiden Händen dein rechtes Knie, streck dein linkes Bein nach oben aus und schwing dich daran nach oben. Und wechsel bitte in den Vierfüßler. Gut, wir beginnen jetzt mit einer Bewegungssequenz für den gesamten Körper und bauen dort die ersten nächsten Rückbeugen auf. Ich bitte dich zunächst in die Position des Kindes zu kommen, lass also dein Gesäß Richtung Fersen sinken und gleite mit den Armen nach vorn aus. Krabbel sogar mit den Fingern ein bisschen weiter nach vorn. Streck die Arme, streck die Flanken. Streck die Achseln, schieb dein Gesäß zurück Richtung Fersen, dann fächer ganz vorn die Finger auf, drück die Fingergrundgelenke in den Boden und komm mit einem Rundrücken nach oben in den Katzenbuckel, roll dich ein, heb den Bauchnabel hoch, den Kopf einrollen, Blick Richtung Oberschenkel, dann der Pferderücken, kippt das Becken nach vorn, senkt die Lendenwirbelsäule, tauch mit der Brustwirbelsäule in den Schulterbereich ein. Und dann heb dich nach vorn mit dem Brustkorb hoch. Heb dein Brustbein hoch. Bring den Blick nach vorn. Das ist eine Rückbeuge. Schieb dich zurück in das Kind. Und das ist eine Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben. Katzenbuckel. Der Pferderücken. Ausatmen, wieder zurück in das Kind. Und lass das nochmal ganz weich und geschmeidig entstehen. Einatmen, hoch. Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, zurück in das Kind. Und jetzt geht's ein bisschen weiter. Einatmen, wieder hoch. Katzenbuckel. Und Pferderücken. Jetzt ausatmen, abwärts schauender Hund. Die Füße aufstellen, die Finger nochmal auffächern. Schieb dich nach hinten hoch mit dem Becken. Streck dich lang, streck die Arme, die Achseln, die Flanken. Schieb deine Hüfte hoch und senk die Außenfersen ein bisschen tiefer. Streck die Rückseite. Atme aus. Einatmen, die Knie sanft absetzen, mit rundem Rücken ankommen, die Knie langsam absetzen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind. Ja, nochmal ganz geschmeidig, eins fließt zum anderen. Einatmen, hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, wieder zurück, der Katzenbuckel,
Pferderücken. Ausatmen, die Position des Kindes. Nochmal in diesen Fluss auftauchen. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Und dann bleib hier einen Moment. Nochmal die Finger auffächern, Fingergrundgelenke in den Boden drücken. Oberarme rotieren ein bisschen auswärts. Die Ellenbogen zeigen also über die Seite. Ein Stück nach unten. Streck dich lang, schieb die Achseln lang, schieb die Flanken hoch, zieh die Sitzbeine hoch und senk die Außenfersen tief. Ganz tief atmen. Und wenn du dich spürst, wo spürst du jetzt Kraft? Wo braucht es diese Kraft? Wo spürst du die Dehnung? Wo nimmst du die Atmung am deutlichsten hier wahr? Roll gern auch den Kopf etwas ein, also schau wieder Richtung Oberschenkel hoch. Und dann bring den Blick Richtung Hände. Gleite vor den hohen Liegestütz, also roll dich gern nach vorn, hoher Liegestütz. Streck dich hier ganz, ganz lang, ganz weit auseinander. Schieb die Fersen zurück, zieh den Scheitel nach vorn, heb dich zwischen den Schultern nach oben hoch. Und jetzt setz die Knie am Boden ab, leg das Brustbein vor dir zur Erde ab, vor deinen Händen. Und dann lass dein Becken ausgleiten. Und die Füße ganz lang ablegen. Das Steißbein nach hinten schieben, also das Becken rollt ein. Bauchnabel zieht ein bisschen hoch, die Hände an die seitlichen unteren Rippen, also ein Stück zurück. Roll die Schultern weit über oben nach hinten. Jetzt zieh die Hände nach hinten, sodass du ein bisschen nach vorn rutschst auf deiner Yogamatte. Und dann gleite sanft nach vorn hoch in die Cobra. Die unteren Rippen noch am Boden, der Blick mehr nach vorn. Dann hier einatmen, Hände nach unten drücken, Bauchnabel einsaugen, ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Nochmal einatmen nach vorn, hoher Liegestütz. Ausatmen, leg dich langsam ab. Knie, Brustbein und Becken. Einatmen, steiß zurück, Schultern zurück, die Cobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Hier tief durchatmen. Jetzt drück die rechte Hand besonders in den Boden, heb dein rechtes Bein nach hinten hoch, schieb die Ferse weit, weit, weit hinweg, streck die rechte Seite ganz, ganz lang, tief atmen, linke Ferse tiefer senken, spür die Dehnung. Jetzt heb die linke Ferse wieder hoch, zieh dein rechtes Knie an den Brustkorb heran. Die Schultern nach vorn Richtung Handgelenke. Noch einmal Knie zum Brustkorb hochziehen, Bauchnabel hochziehen. Jetzt stell den Fuß vor dir auf. Gut. Etwas Sanftes. Lass dein Becken ganz locker nach oben und unten federn. Wir gehen jetzt in eine kleine Sequenz, die die Vorderseite vorbereitet, besonders die Oberschenkelmuskulatur. Die brauchen wir nachher noch für die Dehnung. Und das merkst du hier recht gut, dass über das Federn jetzt der linke Oberschenkel immer so solche Zugimpulse bekommt. Wir probieren das mal in Ruhe jetzt. Lass dein Becken ruhig nach unten sinken, sodass du einfach Gewicht mit dem Becken abgeben kannst. Und so wie dein Becken nach unten sinkt, so zieh jetzt die Innenseite des linken Oberschenkels aktiv hoch. Also beginn dein linkes Bein mehr zu strecken, Innenseite des Oberschenkels hochzuziehen. Und dann lass wieder dein Becken zwischen den Beinen nach unten sinken. Es dürfte jetzt recht deutlich die Oberschenkelvorderseite hier langziehen. Wir machen noch ein bisschen mehr. Heb dein Brustbein nach vorn hoch, heb den Blick nach vorn. Jetzt merkst du, jetzt ist der Zug noch ein bisschen weiter und er wird ein bisschen weniger, wenn du den Kopf einrollst, Richtung Oberschenkel schaust. Ja, nochmal den Blick nach vorn bringen, das Brustbein heben. Und schon durch diese kleine Bewegung im Oberkörper dehnt der Oberschenkel ein bisschen mehr. Das zeigt immer sehr schön, finde ich, wie langkettig, wie intensiv wir den gesamten Körper hier im Yoga mobilisieren können. Also wie ganzheitlich eben Yoga funktioniert. Gut, jetzt heb dein Becken ein bisschen nach oben hoch und schwing dich zurück, abwärts schauender Hund. Tief durchatmen, bewegen, räkeln. Wenn du mit mir in ein kleinen Vinyasa gehen möchtest, dann folge mir, wenn nicht, bleib im Hund, wir kommen da gleich wieder an. Wenn du mitgehst, dann einatmen vor, hoher Liegestütz, ausatmen Bauchlage. Einatmen, Schultern zurück, steiß zurück, Cobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. So, jetzt die linke Hand in den Boden drücken, linkes Bein nach hinten hochschieben, schieb die Ferse weit, weit, weit hinaus, streck die linke Seite richtig groß, senk die rechte Ferse über die Außenkante tiefer.
Spür die Dehnung in der Rückseite. Atme. Heb die rechte Ferse hoch. Zieh dein linkes Knie zum Brustkorb, die Schultern nach vorn, Bauchnabel hochsaugen, Knie zum Brustkorb hochziehen und dann setz den Fuß Richtung Hände auf. Und lass auch hier in dein Becken ganz locker nach oben und unten federn. Das sind immer unterschiedliche Impulse, die wir den Strukturen des Körpers hier gönnen. Federbewegungen und elastische Bewegungen sind eher für das Binde- und Stützgewebe, also beispielsweise die Muskelhäute, die Sehnen interessant, also alles das, was wir unter dem Begriff der Faszien subsumieren. Und das aktivieren wir hier. Das sind andere Dehnungen als das, was jetzt folgt. Jetzt lass dein Becken in Ruhe nach unten sinken. Und zieh die Innenseite des rechten Oberschenkels hoch. Also beginn dein Bein mehr zu strecken. Das dehnt jetzt anders im Gefühl. Auch vielleicht an anderen Stellen. Ja, noch einmal die Innenseite des Oberschenkels hochziehen. Und dein Becken lass es zwischen den Beinen nach unten zurücksinken. Jetzt heb dein Brustbein. Bring den Blick nach vorn. Ja, das zieht deutlich mehr den Oberschenkel lang. Jetzt roll den Kopf einmal ein, schau unter die Richtung Oberschenkel. Teil der Dehnung löst sich wieder. Nochmal als Vergleich den Blick nach vorn bringen. Dein Brustbein heben, tief durchatmen. Und dann schwing dich auch hier zurück, abwärts schauender Hund. Nutz Bewegungen, die hier schön sind. Du kannst hier bleiben mit Bewegung im Hund oder mir noch einmal im Vinyasa folgen. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, Knie, Brustbein, Becken absenken. Einatmen, Schultern zurück, steif zurück, Cobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Wir gehen gemeinsam in den Katzenbuckel, kommen hier an. Gleite zum Pferderücken und für einen Moment in die Position des Kindes. Wirklich entspannt auf die Oberschenkel. Bring die Handrücken nach unten zur Erde und nutzt Bewegungen für die Finger und die Handgelenke, die sich verwöhnen dürfen. Gut, dann bring die Hände wieder flach zur Yogamatte, spreiz die Finger auf, krabbel mit ihnen nach vorn, streck dich lang und einatmend, schwing dich hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend, abwärts schauende Hand. Einatmen, dann der Liegestütz, komm nach vorn, ausatmend, leg dich zur Erde ab. Und dann kommen die Sphinx, also bring die Unterarme nach vorn. Du kannst hier die Intensität der Rückbeuge recht gut steuern. Wenn du also merkst, dass der untere Rücken jetzt ein bisschen mehr Raum bekommen könnte, dann komme den Unterarmen einfach ein Stück weiter nach vorn. Dann bist du nicht ganz so weit oben im Oberkörper, nicht ganz so aufgerichtet. Andersherum, wenn du das Gefühl hast, alles passt, der Rücken hat sich daran gewöhnt, dann kannst du mit den Ellenbogen wieder etwas mehr Richtung Schultern kommen. Gut. Damit wir nicht nur im unteren Rücken jetzt die Rückbeuge erfahren und den zu sehr komprimieren, lass uns das also in den oberen Rücken auch noch mitnehmen. Und dann kannst du dir vorstellen, du saugst deine Schulterblätter in den Brustkorb hinein und schiebst aus der Rückseite des Brustkorbs deinen Herzraum und dein Brustbein nach vorn hoch. Ja, Schulterblätter saugen in den Rücken, schieben den Brustkorb nach vorn hoch. Gut, atme tief. Und wir gehen jetzt aus dieser Sphinx, dieser ersten Vorbereitung der Wirbelsäule, in den halben Bogen, Ardha Dhanurasana. Stütz dafür bitte den rechten Unterarm parallel vor dir auf, also rechter Unterarm parallel nach vorn. Stütz die linke Hand neben dir auf. Jetzt lass dein rechtes Bein noch einmal ganz lang nach hinten ausgleiten. Schieb deinen Steiß des Beckens nach hinten Richtung Fersen. Jetzt winkel dein linkes Knie an und probiere, was du mit der linken Hand greifen kannst. Vielleicht ist es der Hosenstoff.
Vielleicht ist es dein Sprunggelenk, vielleicht die Ferse, vielleicht der Fußrücken. Wenn du den Fußrücken greifst, kann es sein, dass der Oberschenkel deutlicher dehnt. Es kann auch sein, dass das Knie und die Kniescheibe sich melden. Wenn dir irgendwas jetzt passiert, vielleicht in dem Knie oder Kniescheibe, dann greif lieber wieder das Sprunggelenk oder greif den Fuß nicht ganz so nah. Gut, wenn alles passt, dann kannst du zum einen spüren, dass das linke Knie so eine Ausweichbewegung nach außen macht. Zieh das wieder also unter die Hüfte oder Richtung Hüfte zurück. Und jetzt schieb den Fuß aktiv nach hinten weg. Und das gibt so einen Zug am linken Arm. Der zieht die linke Schulter zurück und du kannst dich umso mehr aufrichten im Oberkörper. Und diese Aufrichtung, das ist eher passiv. Also die ganze Arbeit kommt aus dem Bein. Ja, atme ein, spann diesen Bogen, atme aus, entspann ihn ein bisschen. Nochmal einatmen, Fuß nach hinten drücken, den Bogen aufspannen, ausatmen, wieder etwas nachgeben. Letzte Runde, einatmen, nochmal den Bogen spannen. Du kannst auch, wenn du Raum hast, dein linkes Knie ein Stück hochziehen und ausatmen. Leg dich wieder zurück, leg dein Bein zurück, bring auch den linken Arm wieder nach vorn. Eine kleine Pause, die Stirn einfach ablegen. Ja, dann spür dem nach. Wo nimmst du jetzt die Atmung am deutlichsten wahr? Kann sein, dass es jetzt der untere Rücken ist. Und wenn du ihn ein bisschen verwöhnen möchtest, dann schüttel einfach dein Becken locker nach rechts und links aus. Und zweite Runde, den linken Unterarm parallel vor dir aufstützen. Rechte Hand neben dir aufstützen. Jetzt linkes Bein nochmal lang ablegen. Rechtes Knie beugen. Jetzt greif mit der rechten Hand nach hinten. Vielleicht den Hosenstoff, die Ferse, dein Sprunggelenk oder den Fußrücken. Schau einfach, was für dich am besten ist, was intensiv die Muskulatur dehnt, aber für das Knie noch gut ist. Wenn du deine Position gefunden hast, dann schieb den Fuß aktiv gegen die Hand nach hinten. Das zieht die rechte Schulter zurück, der Oberkörper richtet sich automatisch auf. Und wenn du ausatmest beim nächsten Mal, dann komm wieder ein bisschen zurück, entspann diesen Bogen. Einatmen, spannen die Vorderseite in diesem Bogen auf, indem du den Fuß nach hinten schiebst, den Oberkörper aufrichtest. Und nochmal ausatmend, wieder etwas entspannen. Einatmend den Bogen aufspannen. Ausatmend, noch einmal entspannen und letzte Runde, wenn du einatmest, vielleicht magst du auch dein rechtes Knie mit hochziehen, den Bogen spannen und ausatmen, leg dich wieder zurück, lass dein Bein ausgleiten, rechten Arm nach vorn, die Stirn oder die Wange ablegen, genieß eine Pause. Gut, dann such wieder Bewegungen im Becken, die Spannungen im unteren Rücken lösen können. Bring die Hände an die seitlichen Rippenbögen. Wir gehen in den aufwärts schauenden Hund, respektive in die Kobra. Steißbein schiebt zurück, Schultern rollen über oben nach hinten, Hände schieben zurück. Für die Kobra hebst du dich nach vorn hoch, lässt die Bauchdecke noch am Boden. Für den aufwärts schauenden Hund schiebst du dich weiter heraus, hebst dein Becken, vielleicht auch die Knie idealerweise, Bauchnabel einsaugen und ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann such dir hier kleine Bewegungen, die Spannungen aus dem unteren Rücken herausbewegen können. Wander mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Eine sanfte Vorbeuge. Ich bitte dich, die Knie weit zu beugen, sodass der untere Rücken nicht so viel Spannung hier erfährt. Dann die halbe Vorbeuge. Streck dich lang. Verlängere die Flanken. Und dann kommen die Hocke. Stütz dich auf die Oberschenkel. Und so kleine Bewegungen hier, die feste Bereiche im Rücken lockern können und durchbewegen können. Gut, dann komm langsam nach oben, richte dich Wirbel für Wirbel auf zum Stehen. Wir bleiben jetzt in einer stehenden Sequenz, gehen in zwei unterschiedliche Ziel-Asanas, einmal den halben aufwärtsstrebenden Bogen und einmal die Position des Tänzers. Beides sind im Stehen
Rückbeugen, die mit einem Gleichgewicht verbunden sind, also mit Balance. Und Balance braucht eine gute Verwurzelung zum Boden. Ich bitte dich dafür, nochmal die Füße anzuschauen und sie so zu positionieren, dass die Beine parallel zueinander verlaufen. Also Beine sind parallel. Jetzt roll bitte auf die Zehenballen hoch, heb die Fersen vom Boden ab und dann senk die Fersen langsam zurück, bringe ein Gewicht nach hinten auf die Fersen und versuch die Vorderfüße kurz zu heben. Mach das ein paar Mal. Ja, so einfach eine kleine Vorbereitung, um die Füße zu aktivieren und die Muskulatur der Beine zu zentrieren. Und natürlich, um Gleichgewicht schon mal zu üben. Ja, und wenn du das nächste Mal mit den Fersen wieder angekommen bist, dann drehe die Beine oder die Füße auswärts auf die Außenkanten und nach innen auf die Innenbereiche. Das hier auch ein paar Mal. Gut, dann komm wieder an und zwar so, dass wenn du die Fußflächen visualisierst und dort die Auflagebereiche zum Boden spürst, dass das zwei Auflagebereiche ergibt, die wichtig sind. Das eine sind die Fersen und die Außenkanten und das andere die Großzehenballen. Also Fersen und Außenkanten und Großzehenballen drücken in den Boden. Entspann die Zehen. Du kannst sie lang ablegen oder leicht heben. Gut. Jetzt bring die Hände an die Hüfte, beug ein wenig die Knie an und kipp dein Becken abwechselnd nach vorne aus und richte es wieder auf. Das ist einfach eine kleine Sequenz, um einmal den unteren Rücken zu mobilisieren. Beim nächsten Mal lass dein Becken aufgerichtet, drück die Füße nach unten und richte dich wieder auf. Jetzt bring die Arme zur Seite nach unten und dreh sie auswärts und einwärts. Ja, ist jetzt eine Bewegung im Brustbereich und im Schultergürtel. Nimm also auch die Schultergelenke mit, nach hinten unten und nach vorn unten. Dann dreh die Arme noch einmal auswärts, lass die Schultern im hinteren Bereich abgelegt und entspann dann die Arme an deinem Körper entlang. Verschränk jetzt die Hände hinter dir zu einer gemeinsamen Faust, winkel die Ellenbogen leicht an, zieh die Schultern noch einmal nach hinten zurück, schieb die Schulterblätter zusammen und dann schieb die Faust nach unten Richtung Boden und heb sie ein bisschen nach hinten hoch. Dann merkst du, dass die Rückseite sehr zentriert ist und die Vorderseite sich aufspannt. Besonders hier der Bereich zwischen Schultergelenken, Schlüsselbein und Brustbein spannt sich jetzt. Atme auch dahin. Probier den Nacken wieder zu entspannen. Aber das Brustbein nach oben atmen. Und dann löst wieder auf, bitte. So, jetzt die erste Sequenz für den halben aufrechten oder aufgerichteten Bogen. Bring Gewicht auf den linken Fuß. Erde dich dort und visualisiere nochmal die Auflageflächen, die dein Fuß jetzt zum Boden hat. Jetzt beug dein rechtes Knie, heb die Ferse einfach ab, auch das übt die Balance. Und jetzt zieh deine rechte Ferse zum Gesäß, greif mit der rechten Hand den Hosenstoff, die Ferse, das Sprunggelenk oder den Fußrücken. Gut. Jetzt führe dein rechtes Knie wieder unter die Hüfte zurück. Bring die linke Hand an den unteren Rückenbereich. Zieh beide Schultern nach hinten. Atme nach vorn hoch Richtung Brustbein und Schlüsselbeine. Wenn es für dich passt, du kannst es gern probieren, bring auch die linke Hand an den Fuß. Wenn das im unteren Rücken jetzt zu fest ist, dann leg die Hand lieber wieder an den Rücken zurück. Wenn es passt, dann bleib hier. Atme noch einmal. Drück dich vom Boden weg. Standbein kannst du leicht anwinkeln. Und jetzt schieb den rechten Fuß gegen den Widerstand der Hand oder Hände nach hinten weg. Zieh dein rechtes Knie zurück. Und das ist jetzt ein Bogen, den du spannst.
Die Sehne ist der Arm oder die Arme. Und der Bogen, wie Pfeil und Bogen, ist die Vorderseite deines Körpers, die sich hier aufspannt. Wieder atmen lassen. Wo nimmst du die Atmung jetzt am deutlichsten wahr? Spür die Weite der Vorderseite. Und jetzt führ dein Knie nach vorn hoch zum Brustkorb. Greif es dort mit beiden Händen. Und was du hier gut spürst, ist, dass der untere Rücken sich dadurch verlängert, Spannung loslässt. Schweb gleichzeitig mit dem Brustkorb zwischen den Schultern nach oben hoch. Richte dich auf. Und jetzt bring für einen Moment deine Stirn oder die Nasenspitze Richtung Knie. Mal die Rückseite ganz lang machen. Dahin jetzt atmen in den Rücken. Und dann löse auf, stell den Fuß wieder zurück. Gut. Zweite Seite. Jetzt drück den rechten Fuß nach unten in den Boden. Bis auf die Zehen, lass sie entspannt. Winkel dein linkes Knie, heb die Ferse. Und jetzt zieh die Ferse langsam Richtung Gesäß. Greif mit der Hand den Fuß oder Hosenstoff, Ferse, Sprunggelenk oder Fußrücken. Wenn du da Halt findest, dann zieh dein linkes Knie im Anschluss wieder unter die Hüfte zurück. Standbein kannst du ein bisschen anbeugen, sodass das Knie nicht überstreckt. Schieb den Steiß nach unten. Bring die rechte Hand an den unteren Rücken und zieh die rechte Schulter auch mit zurück, genauso wie die linke. Und wenn es für die Seite passt, dann bring die rechte Hand mit zum Fuß. Wenn nicht, dann lass die Hand am unteren Rücken. Und jetzt schieb den Fuß nach hinten weg, zieh dein linkes Knie zurück. Und jetzt weißt du auch, warum wir vorhin die Oberschenkelmuskulatur dehnten, denn die spannt sich jetzt nochmal. Und je mehr Länge die jetzt bekommen kann, desto leichter fällt es dir, diesen Bogen zu spannen und den Fuß wegzuschieben nach hinten. Gut. Atme jetzt nach vorn hoch. Schenk dem Herz so viel Raum, so viel Güte und lass es atmen, so wie das jetzt passt, wie es gut ist, wie es sich gut anfühlt. Ja, noch einmal durchatmen und dann führ dein linkes Knie nach vorn hoch an den Brustkorb, greif es dort mit beiden Händen und das ist eine sehr schöne Wohltat für den unteren Rücken. Halte dich am Knie fest, schweb mit dem Brustkorb hoch und für einen Moment taucht er gern mal Richtung Knie ein. Mach jetzt den Rücken dadurch rund, atme jetzt in den Rücken. Und dann löse langsam wieder auf. Gut, voilà. Erste Runde geschafft. Ich bitte dich, so kleine oder große Bewegungen zu machen, die angespannte Bereiche und Strukturen deines Körpers wieder lockern und von Verspannungen lösen können. Der zweite Durchgang hier im Stand führt uns in die Haltung des Tänzers, in Natarajasana. Wir treffen uns wieder mit den Füßen hüftgelenkbreit aufgestellt, das heißt, die Beine verlaufen parallel zueinander. Wir beginnen mit der linken Seite, drück den linken Fuß in den Boden, visualisiere nochmal die Auflageflächen des Fußes, erde dich dort, winkel dein rechtes Knie und löse die Ferse vom Boden. Jetzt führ die Ferse Richtung Gesäß und greif wieder das, was du gut erreichen kannst. Gut, dann zieh dein rechtes Knie wieder unter die Hüfte. Schieb den Steiß deines Beckens nach hinten runter. Becken richtet sich auf. Meist dient jetzt schon der rechte Oberschenkel. Jetzt den linken Arm. Streck ihn diesmal nach oben hoch. Streck die gesamte linke Seite lang und groß. Beginn zu wachsen. Und erde dich doch noch einmal nach unten. Standbein ein bisschen beugen, so eine Mikrobeuge bitte. Und jetzt die Rückbeuge. Jetzt schieb den rechten Fuß wieder gegen den Widerstand der Hand nach hinten. Rechtes Knie zieht zurück. Jetzt kipp dein Becken nach vorn aus. Und wenn du hier angekommen bist, dann erhebe den Oberkörper. Erhebe dein Brustbein hoch. Bring den Blick nach vorn. Atme dich in diese Haltung. Entspann den Raum deines Herzens.
einfach genießen und atmen und beobachten. Und dann löse wieder auf, führe wieder das Knie zum Brustkorb heran, greife es dort, das entspannt den Rücken, richte dich auf, schwebe den Brustkorb hoch und stell den Fuß zurück. Gut, letzte Seite, letzte Runde, rechte Seite, drück den rechten Fuß in den Boden, veranker dich dort mit den Auflageflächen, entspann die Zehen. Winkel dein linkes Knie an, sodass die Ferse den Boden verlässt. Dann konzentriere dich für deine Ferse Richtung Gesäß. Greif den Fuß dort, wo es für dich jetzt gewohnt geworden ist. Zieh dein linkes Knie unter die Hüfte. Schieb dein Steißbein aktiv nach unten. Schließ auch jetzt den Beckenboden. Das Standbein leicht beugen. Eine Mikrobeuge. Streck den rechten Arm nach oben hoch und streck die gesamte rechte Seite ganz lang, ganz groß und ganz erhaben aus. Und jetzt schieb den Fuß gegen die Widerstände der Hand nach hinten. Linkes Knie zieht zurück. Dann kipp dein Becken etwas nach vorn aus und richte den Oberkörper wieder auf. Streck dich hoch. Ja, den Beckenboden geschlossen lassen. Atme. Verweile. Entspann den Raum deines Herzens. Zentriere jetzt mit der Ausatmung ein bisschen mehr in deine Mitte des Körpers. Finde dort Stabilität. Wachs noch einmal in diesen Bogen hinein. Und dann beende wieder, zieh dein Knie nach vorn heran, greif es dort, halte dich fest, schweb nach oben hoch und löse auf. Gut, schließ einen Moment die Augen bitte und nimm dir Zeit, in den Körper zu spüren. Einerseits, was die Struktur deines Körpers angeht, also besonders die Rückseite, die jetzt sehr kraftvoll zentriert ist. Und vergleich das mit der Vorderseite, die sich jetzt wirklich entspannt und die Länge gestreckt hat. Das sind zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen jetzt. Spür die Aufrichtung deines Körpers, deine innere Größe. Spür dein Herz, wie es schlägt. Und schick die Atmung dahin, in den Raum des Herzens, auch in den Raum des Brustkorbs, als würde die Atmung dein Herz nähren. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Und wir nutzen jetzt die nächsten Momente, um Spannungen aus dem unteren Rücken zu lösen, nehmen dafür Drehbewegungen auf. Lass dich also ganz locker um deine eigene innere Achse herum schwingen. Das ist übrigens auch ein guter Tipp für den Alltag. Immer wenn du merkst, dass der untere Rücken fest ist oder angespannt ist, dann lohnt es sich, dort Drehungen entstehen zu lassen. Ja, denn die neutralisieren die Rückborge jetzt, die wir hatten. Sie mobilisieren die Strukturen des unteren Rückens. Und so hier die Möglichkeit, dich mit jeder Umdrehung nach oben zu schrauben. Und dann lass diese Bewegung ausschwingen. Wir gehen aus dem Stehen wieder zurück zur Erde und in den Sitz. Ein ganz einfacher Sitz, in dem die Füße vor dir sind
Und du brauchst ein bisschen Raum hinter dir, um dich da gleich hinlegen zu können. Also, wenn du hier angekommen bist, bitte ich dich für einen Moment, einfach die Schienbeine zu greifen und dich ganz sanft einzurollen. Ja, auch das schenkt dem Rücken insgesamt die Möglichkeit, sich zu strecken, sich zu entspannen. Und dann nimm die Atemräume wahr, die jetzt der Rücken hat. Und fächer ihn einatmend auf, entspann ihn ausatmend. Gut, dann richte dich wieder auf, lehn dich ein bisschen zurück. Wir gehen in das Boot, definieren auch die Vorderseite noch einmal mit Halt und Stabilität. Zieh die Knie ein Stück heran, streck die Beine nach vorn, die Unterschenkel parallel zum Boden. Du kannst die Arme nach vorn bringen, du kannst aber auch gerne die Kniekehlen greifen und dich festhalten. Je nachdem, wie viel Möglichkeit du jetzt hier hast. Wenn du mehr möchtest, mehr geht auch, dann schieb die Fersen weiter nach vorn hoch. Zieh das Schambein Richtung Bauchnabel, also komprimier die Bauchdecke, schließ den Beckenboden und atme. Lass es ruhig ein wenig vibrieren im Körper, aber finde noch die Atmung, die dich verwöhnt. Ja, nochmal tief durchatmen und dann stell die Füße wieder zurück, umarm die Schienbeine. Genieß die Entspannung. Eine zweite Runde des Bootes, Navasana, ein bisschen zurücklehnen, die Beine heben, die Arme nach vorn bringen oder an die Kniekehlen. Wenn du mehr magst, schieb die Fersen weiter nach vorn hoch und streck die Beine. Schambein Richtung Bauchnabel ziehen, die Bauchdecke anspannen, den Beckenboden schließen und atmen lassen. Wo spürst du jetzt Kraft? Das ist vielleicht sehr deutlich in der gesamten Vorderseite. Wo spürst du die Atmung? Und nochmal tief durchatmen. Die Füße wieder aufstellen. Noch einmal die Schienbeine greifen. Wo spürst du jetzt Entspannung? Wo ist jetzt deine Atmung? Und dann roll dich nach hinten ab in die Rückenlage. Lass die Füße aufgestellt und breite die Arme zur Seite aus. Kuschel die Schultern zur Erde, leg ein Bein über das andere hinweg und beginn ganz sanft nach rechts und links zu schaukeln. Mach das für dich sehr sanft, sehr angenehm. Lass gerne den Kopf entgegengesetzt mitfließen. Und spür, wie sich der Rücken verwringt und wieder vitalisiert, wie er lebendig wird. Dann leg das andere Bein über, mach weiter. Genauso wohltuend. Genauso harmonisch. Und dann komm wieder zur Mitte zurück. Stell dort beide Füße auf. Und dann greif die Knie, zieh sie zum Brustkorb, umarm sie. Umarm dich auch. Und wenn du die Ellenbogen wieder etwas nach außen drehst, dann kannst du ganz gelöst nach rechts und links schaukeln. Den unteren Rücken noch einmal massieren, so wie am Anfang dieser gesamten Sequenz ja auch.
Wenn du noch das Gefühl von Anspannung im unteren Rücken hast, dann bleib hier noch ein wenig. Du kannst auch gerne mit den Beinen so ganz locker federn. Du kannst auch die Baby-Pose, so Baby-Position nutzen. Also die Außenkanten der Füße greifen, die Fußsohlen abwechselnd hochschieben. Oder einfach noch das machen, was dir jetzt gut tut, bevor wir uns dann gleich in Shavasana begeben, in die Entspannung. Und wenn du dich bereit fühlst, dann leg dich ganz gelöst einfach ab. Kuschel dich in die Unterlagen und schließ gern deine Augen. Und dann lass einen inneren Blick durch deinen Körper schweifen. Spür die Auflageflächen deiner Rückseite nach unten. Spür über die Berührung, wie die Erde dich trägt, wie sie dir von unten eine Stütze ist und dir Halt verleiht. Und lass dich von der Erde tragen. Spür auch die Ruhe, die die Erde ausstrahlt und reichere dich damit an. Nimm mal die Aufmerksamkeit zu deinen Füßen, die dich eben noch trugen in dieser Balancehaltung. Sie sind jetzt wieder angekommen, brauchen dich nicht tragen und so genießt, dass sie sich entspannen dürfen. Entspann die Zehen, die Füße, die Fußgelenke. Spür deine Beine, die dich trugen. Sie dürfen sich entspannen, sie dürfen Ruhe finden, sie dürfen ausgleiten. Entspann auch die Waden, deine Knie, deine Oberschenkel in der Vorderseite und der Rückseite. Lass deine Hüftgelenke durchlässig werden. Schenk deinem Becken die Möglichkeit, dass es Gewicht abgibt und dass es sich wirklich setzen kann und umso mehr von unten gestützt wird. Dann nimm die Berührungsflächen deines Rückens wahr. Entspann dich über sie in die Erde. Erspür den Schulterbereich, den Schultergürtel, lass ihn breit werden. Lass die Schultergelenke weich nach unten sinken. Und dann kann ein Gefühl der Entspannung von den Schultern in die Arme strömen, die Oberarme. Durch die Ellenbogen hindurch in die Unterarme, in die Handgelenke, in die Handteller, bis in die Finger, die nichts festhalten müssen im Moment. Entspannen Sie. Entspann auch den Schulter-Nackenbereich, der nichts tragen braucht. Lass den Nacken durchlässig werden. Erspür diese kleine runde Berührung deines Hinterkopfs zur Unterlage. Lass den Kopf dort hineinsinken und spür, wie er gestützt wird. Entspann dein gesamtes Gesicht, die Kiefergelenke. Vielleicht mögen sich die Zahnreihen voneinander lösen. Und deine Zunge kann sich ausruhen, kann breit werden. Die Lippen berühren sich sanft und liebevoll.
Entspann deine Ohren. Lass die Schläfen weit werden. Schenk auch dem Raum um die Augen herum eine sehr schöne, sanfte Weite. Besonders zwischen den Augen. Deine Augenlider sind ohne Druck geschlossen. Die Augen können sich ausruhen, da sie im Äußeren jetzt nichts suchen müssen. Deine Stirn kann weit werden und glatt. Stell dir vor, dass die gesamte Haut deines Körpers weich und geschmeidig wird. Und dann nimm deine Atmung wahr. Nimm wahr, wie die Atemluft durch deinen Körper hindurch streichelt. Spür dein Herz, wie es liebevoll und sanft für dich schlägt. Du kannst, wenn du das magst, ihm ein inneres, dankbares Lächeln schenken. Und dann einfach diesen Moment genießen. Genieß dich selbst in diesem Moment. Deine Atmung wieder wahr, wie sie durch dich hindurch strömt. Und dann verfeinere und vertief sie, sodass sie dich regenerieren kann. Spür auch wieder den eigenen Leib, auch deine Glieder. Und schenk dir dort die ersten kleinen Bewegungen, die dich wieder zurückführen, die dich beleben, die dich erfrischen. Ja, lass diese Bewegungen größer und größer und immer genüsslicher werden. Vielleicht hin zu einem Gefühl, dich mal ganz lang zu strecken, dich zu rackeln. Und dann stell die Füße bitte auf, greif die Knie, zieh sie zu dir heran, umarm dich noch einmal. Lass ein sehr schönes Feld des Vertrauens und der Geborgenheit um dich herum entstehen mit dieser Nähe und Verbundenheit. Dann greif dein linkes Knie, streck dein rechtes Bein nach oben aus, schwing dich hoch zum Sitzen. Finde einen bequemen Sitz.
wenn du den für dich entdeckt hast und das für die Augen gut ist, dann schließ sie noch einmal, wenn sie das mögen. Und bring die Aufmerksamkeit wieder ganz zu dir. Lass uns diese Stunde nachspüren und dieser Yoga-Praxis. Wir haben ganz viele verschiedene Rückbeugen erfahren dürfen. Und die haben sehr unterschiedliche Wirkungen in den Strukturen des Körpers. Wenn du also noch einmal in die Rückseite deines Oberkörpers spürst, da spürst du sicherlich auch Stabilität, aber auch Größe, die dich nach oben aufrichtet. Wir haben den Rücken gestärkt, wir haben ihn gestreckt, wir haben die Wirbelsäule mobilisiert. All das sind sehr schöne Impulse für den Alltag, von denen du profitieren kannst. Und wenn du das mit der Vorderseite vergleichst, da ist ein Gefühl von Größe, von Länge, von Entspannung möglich. Wir haben diese Strukturen aktiviert, indem wir sie dehnten. Und das in der Summe, alles hilft dir, um eine innere Größe zu finden, sodass es gefühlt mehr Abstand geben kann zwischen deinem Beckenbereich und dem Brustkorb. Und diese innere Größe in sie führt dich auch die Atmung hinein. Denn wenn du jetzt wahrnimmst, wie die Atmung fließt, dann lass die Ausatmung symbolisch nach unten fließen, in den Raum des Beckens, in die Erde unter dir. Stell dir vor, dass die Ausatmung dich dort verwurzelt, dass sie dir Halt gibt, dass du ankommst, hier, wo du bist, dass du hier sein kannst. Und dann lass von da unten die Einatmung entstehen, lass sie nach oben fließen, den Rücken entlang in den Brustkorb, der sich mit der Einatmung auffächert und nicht nur auffächert und weit wird, sondern auch leicht, dass er also in seiner Leichtigkeit, wenn du einatmest, sich auffächert und hebt nach oben. Und wenn du ausatmest, sinkt der Brustkorb zurück in seinen Ursprung. Die Ausatmung fließt nach unten, den Rücken entlang, in das Becken bis zur Erde. Einatmend fließt die Atemluft nach oben in den Brustkorb, der fächert sich auf, erfährt eine innere Weite, wird sehr leicht, so leicht, dass er dich wirklich nach oben trägt. Und ausatmend entspannt er sich wieder, fließt zurück. Ausatmung strömt nach unten, um dich zu verbinden mit der Erde, um dich zu verwurzeln. Ja, das ist eine wunderbare Atmung, die dich aufrichtet, die dir eine innere Größe schenkt. Deine wahre Größe. Und diese Größe, sie kannst du mitnehmen in den Alltag. Eben etwas aufgerichteter, gestärkter, präsenter in den Alltag zurückkehren. Und das mit einem symbolisch weiten Herzen. Denn ihm gaben wir auch Raum mit jeder Rückbeuge. Und das hat das Herz-Kreislauf-System aktiviert. Es ist aber auch, das Herz ist auch ein symbolischer Ort der Güte, des Mitgefühls, der Liebe, die du in dir trägst. Und vielleicht bekommen diese Gefühle auch ein bisschen mehr Raum für den Alltag. Und so lass uns in dem Sinne diese Stunde ausklingen und beenden. Bring dazu die Hände bitte zueinander vor deiner Weite deines Herzens. Eine sehr schöne, liebevolle Geste, die uns verabschiedet. Vielleicht gibt es etwas, das du aus dieser Stunde mitnehmen möchtest, sei es eine körperliche Idee oder Übung, sei es eine Intention, vielleicht ein bisschen mehr Raum für das Herz zu bekommen oder etwas anderes, sei es ein Vorsatz für den Alltag. Dann werd dir dessen bewusst, was du bewahren und mitnehmen möchtest.
und dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bringe sie über die Seite nach oben, über den Kopf. Wenn du ausatmest, die Hände bitte zueinander, dann vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor das Herz. Nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, wie eine Umarmung der Welt, die du nach oben bringst. Und dann führe diese Umarmung zueinander und zum Herz zurück. Und wenn du hier angekommen bist und es magst, dann genieß ein Verneigen, ein Verbeugen vor dir selbst, für dich selbst und ein Danke für die Zeit, die du dir schenktest, die Erfahrungen, die du mitnehmen möchtest. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann beginn die Augen wieder zu öffnen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenktest. Wünsche dir einen guten Weg in die nächste Zeit, die vor dir liegt. Und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und du wieder einschaltest. Bis dahin, vielen Dank und Namaste.